Ich freue mich sehr, dass wir heute einen hohen Besuch haben und sehr, sehr konstruktiv heute miteinander gesprochen haben. Die Ministerin aus Rumänien für die Fragen rund um das Thema Arbeit und Victoria Violeta Alexandru ist heute da. Sie kam aus Rumänien gestern hier an und hat einen beschwerlichen Weg hinter sich. Dafür sind wir dankbar und wir haben uns heute unterhalten über die Frage der Saisonarbeitskräfte, denn in Rumänien geht es um die Frage, wie geht es den Arbeitskräften, den rumänischen, hier bei uns in Deutschland. Und wir haben uns heute ausgetauscht über die klaren Maßnahmen, die wir in Deutschland in der Zeit der Corona-Krise getroffen haben. Denn seit vielen Jahren sind rumänische Saisonarbeitskräfte hier in Deutschland. Es sind viele freundschaftliche Beziehungen auch entstanden. Aber diese Corona-Krise erfordert von uns strenge Maßnahmen und Reglementierungen. Und da wird nicht unterschieden zwischen Saisonarbeitskräften aus Deutschland, aus Polen oder aus Rumänien, sondern es geht um den Schutz der Arbeiter, um den Schutz der Arbeitgeber und um den Schutz auch eines Dorfes oder einer Stadt. Und das haben wir erläutert heute und sind vor allen Dingen dann auch in einzelne Punkte reingegangen. Ja. Und da einzelne Punkte. Es war wichtig für die Ministerin zu erfahren, dass jeder Arbeitnehmer, also Saisonarbeitskraft, unfallversichert ist hier in Deutschland. Und sollte jemand nicht zu Hause krankenversichert sein, gibt es die Möglichkeit der Gruppenversicherung hier in Deutschland. Wir haben noch mal verdeutlicht, dass auch immer Arbeitsverträge vorliegen müssen. Und bei diesen Arbeitsverträgen ist auch klar, es wird Mindestlohn gezahlt, der liegt bei 9,35 Euro und es gibt in vielen Fällen noch sogenannte Leistungszulagen. Ich habe erläutert, welche Hygienemaßnahmen bei uns eingehalten werden müssen und auch kontrolliert werden. Und wer sie nicht einhält, muss mit entsprechenden Bußgeldern und Strafen rechnen. Und das sind die Hygienemaßnahmen wie Abstandsregelung, wie Unterbringung oder Beförderung. Und damit will ich es auch belassen. Mir war wichtig zu verdeutlichen, dass unser beider Beziehungen, beider Länder uns weiterhin wichtig ist. Wir haben vor allen Dingen die Arbeitnehmerfreizügigkeit, dass Menschen innerhalb der EU entscheiden, wo sie leben, wo sie arbeiten. Und das wollen wir beidseitig nicht beschneiden, aber gewährleisten, dass die Menschen zu Hause beruhigt sein können, dass wir ordentliche Rahmenbedingungen auch geben und liefern. Und das haben wir heute gemeinsam erläutert. Mulțumesc, doamnei ministru. A fost un drum lung, dar a meritat din plin. Am avut o discuție extrem de utilă mie și echipelor care ne însoțeau și aș spune câteva concluzii, nu înainte de a-i traduce, vă rog, doamnei ministru, faptul că îi mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea de a sta cu mine, cât a fost necesar pentru a trece prin toate punctele pe care aveam nevoie să purtăm discuții. Deci îi mulțumesc frumos pentru dialogul avut, într-adevăr, un dialog concret pe subiecte relevante pentru muncitorii români, la care o să mă refer imediat după ce dumneavoastră îi veți transmite aceste mulțumiri. Frau Ministerin, ich möchte Ihnen herzlich danken. Es war ein langer Weg hierher, aber er hat sich gelohnt. Wir hatten einen sehr nützlichen Austausch und ich danke Ihnen für die Bereitschaft, hier gemeinsam dieses Thema zu diskutieren. Ich werde auch noch einige Schlussfolgerungen ziehen. Vor allem danke ich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir dieses wichtige Thema zu diskutieren. Wir haben sehr konstruktive und relevante Themen erörtert. Sunt aproape de 30.000 de români care sunt veniți de la începutul perioadei de criză, așa cum a fost ea declarată în România, pentru activități sezoniere, oameni care lucrează de mai mulți ani și care apreciază condițiile în care se lucrează în fermele din Germania și pentru care am ținut să-i mulțumesc doamnei ministru și să o asigur că guvernul din care fac parte este un guvern care apreciază munca, apreciază valoarea dreptului pe care îl are orice cetățean european de a-și găsi un loc de muncă și de a lucra în condiții legale în oricare dintre țări. Prin urmare, mi se pare important de subliniat că acești oameni care vin din România sunt
cu anumite situații la care ne-am referit împreună, oameni tratați foarte bine în Germania și care au nevoie de a veni în sprijinul lor acolo unde este nevoie, cu clarificări privind aspectele pe care ni le semnalează acasă, dar în cea mai mare parte ei sunt oameni care sunt foarte bine tratați și acest lucru este foarte important. Ich möchte hier erwähnen, dass es fast 30.000 Menschen sind, die seitdem die Krise aufgetreten ist, hier hergekommen sind als Saisonarbeitskräfte. Diese Beziehungen gibt es seit vielen Jahren und die Saisonarbeitskräfte schätzen die Bedingungen, die ihnen hier in Deutschland geboten werden, sehr. Ich bin Teil einer Regierung, die den Wert der Arbeit sehr hoch schätzt und deswegen sollen die Arbeitnehmer auch entsprechend zu gleichen Bedingungen und gleich behandelt werden überall in der Europäischen Union. Sunt însă și câteva informații care m-au determinat să ridic în discuție niște probleme mai vechi și unele care au legătură cu perioada pe care o traversăm și care necesită niște măsuri de protecție pentru sănătatea celor care muncesc, condiții pe care doamna ministru m-a asigurat că le pune la dispoziție atât românilor cât și oricărui cetățean care lucrează în Germania. Parte din aceste probleme au nevoie de o activitate mai tehnică și am convenit asupra creării unui grup de lucru comun care să treacă în revistă tipurile de beneficii sociale care decurg din contractele în derulare, iar altele, cum sunt măsurile de protecție specifice pandemiei, am solicitat și am primit toată asigurarea că fermierii germani vor face tot ce se poate pentru ca aceste măsuri de sprijin împotriva pandemiei să fie puse la dispoziție românilor și să nu existe sub acest aspect nicio problemă de contaminare acestor, iar acolo unde apar situații, statul german știe că trebuie să se implice și să asigure condițiile de tratament pentru români, așa cum o face pentru toți cei care lucrează pe teritoriul Germaniei. Wir haben über verschiedene Aspekte gesprochen. Einige Dinge, die gab es schon in der Vergangenheit. Das sind also alte Probleme, andere Probleme, die nicht mit den heutigen zu tun haben, aber es gibt natürlich auch spezifische Probleme aufgrund der Pandemie, die auch spezielle Maßnahmen erfordern. Und mir wurde versichert, dass hier in Deutschland die rumänischen Arbeitskräfte als auch sowie alle anderen Arbeitskräfte die notwendige Unterstützung bekommen. Wir haben bestimmte technische Fragen zu klären und deswegen habe ich vorgeschlagen, eine spezielle Arbeitsgruppe zu gründen, wo diskutiert wird, welche sozialen Rechte den Arbeitnehmern zustehen. Und mir wurde versichert, dass jetzt zu Zeiten der Pandemie die deutschen Landwirte alles in ihren Kräften tun werden, damit den Arbeitnehmern, den Arbeitskräften die notwendigen Maßnahmen zuteil werden. De exemplu, în ceea ce privește problema transportului, o problemă constant invocată de români și de familiile acestora, am stabilit cu doamna ministru că va exista o comunicare constantă cu fermierii cu privire la situația decontării transportului înainte de îndeplinirea contractului pentru cetățenii români care, din diverse motive, doresc să revină în țară. Regula pe baza căreia se lucrează în Germania este de acoperirea costurilor transporturilor la finalul perioadei de contract. Am discutat de asemenea despre, așa cum am precizat anterior, despre tot ce presupune o situație de contaminare și care sunt
activitățile care înțeleg că se desfășoară cu prontitudine pentru ca persoana să fie preluată de direcțiile de sănătate publică și tratată în mod corespunzător, și acest lucru înseamnă pentru românii care urmăresc activitatea celor care lucrează în Germania o garanție pe care doamna ministru mi-a dat-o și pe care am apreciat-o foarte mult. Am discutat împreună despre posibilitatea acoperirii unui pachet de măsuri de sprijin social pentru acești oameni, inclusiv în situația în care, din diverse motive independente de ei, compania unde lucrează se lovește de situații limită, cum este cazul insolvenței sau închiderii unității respective. Toate aceste lucruri mi-arată o reală preocupare a doamnei ministru de a pune tot ce înseamnă administrație la îndemâna celor și la dispoziția celor care muncesc cu forme legale în Germania pentru ca să lucreze în condiții în care să le permită să câștige un venit pentru ei și respectiv să le permită angajatorilor, fermierilor să desfășoare activitățile pentru care s-au înființat. Wir haben also verschiedene Probleme diskutiert. Zum Beispiel ist ein Problem eben auch, dass die Beförderung, der Transport. Und hier wurde versichert, dass wir weiterhin immer im Kontakt bleiben und eng kommunizieren werden. Wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass jemand vorfristig nach Hause muss oder nach Hause möchte, welche Möglichkeiten es hier geben wird, damit der Transport gewährleistet ist, weil die Regel ja die ist, dass erst nach erfolgreichen Abschluss des Arbeitsvertrages dann auch die Heimreise bezahlt wird. Wenn es dazu kommt, dass Arbeitskräfte kontaminiert werden, wurde mir versichert, dass die Gesundheitsbehörden sich dieser Menschen annehmen werden. Und diese Garantie, die mir da gegeben wurde, die schätze ich sehr hoch ein. Es gibt ein ganzes Paket von Maßnahmen, was für bestimmte Grenzsituationen getroffen werden, zum Beispiel wenn eine Situation der Insolvenz eines Unternehmens eintrifft, dann wurde mir versichert, dass die Verwaltung alles in ihren Kräften tun wird, um diese Situation zu lösen. Nu în ultimul rând, am discutat despre promptitudinea cu care instituțiile care verifică respectarea prevederilor în legislația muncii din Germania se implică în această perioadă. În delegația românească se află și cel care conduce inspecția muncii din România și de aceea am avut un interes punctual în a ne asigura că, mai ales în această perioadă, acolo unde apar sesizări din partea oricărui angajat care lucrează pe teritoriul Germaniei și din partea românilor implicit, există un răspuns prompt din partea instituțiilor care verifică condițiile de muncă și asigurările primite nu fac decât să mă încânte și îi mulțumesc încă o dată, doamnei ministru. Auch darüber gesprochen, dass entsprechend auch Kontrollmaßnahmen sehr prompt erfolgen. In unserer Delegation befindet sich auch der Leiter der rumänischen Arbeitsinspektion und daher war dieses Thema ebenfalls von einem punktuellen Interesse. Hier wurde nochmal versichert, dass diese Kontrollen eben zeitnah und zügig erfolgen, wofür ich sehr danke. Ja, danke. Ich bedanke mich sehr. Und freue mich, dass Sie hier gewesen sind. Wir haben einen sehr engen und nahen Kontakt unserer beiden Länder. Und es geht jetzt gleich, mein parlamentarischer Staatssekretär wird Sie begleiten, nach Brandenburg auf einen Betrieb, wo rumänische Arbeiter aktiv sind und auch der Deutsche Bauernverband wird Rede und Antwort stehen. Ich möchte nochmal betonen, Deutschland ist ein Land mit sehr hohen sozialen Standards und Arbeitsschutzstandards. Und da machen wir keinen Unterschied, wo jemand herkommt und schon gar nicht jetzt in der Corona-Krise. Denn am Ende geht es um unser aller Gesundheit. Aber es geht auch darum, dass die Ernte eingebracht werden kann, dass wir pflanzen können. Und dass es auch etwas Attraktives ist für Menschen außerhalb unseres Landes, auch hier ihren Verdienst zu haben. Herzlichen Dank, alles Gute und bleiben Sie gesund.